Hallo Leute, ich grüße euch wieder mal zu einem neuen Video. Schön, dass ihr reinguckt. Und was machen wir heute? Heute ist der Tag. Heute werde ich wieder eine neue Karosserie lackieren. Aber bevor es losgeht, möchte ich erstmal ein großes Lob an euch. Vielen Dank für die ganzen fleißigen Kommentare und für die ganzen Likes, die ihr mir in dem letzten Video hinterlasst habt. Finde ich echt richtig geil von euch. Vielen Dank. Und heute, habt ihr schon gelesen, geht es um eine neue Karosserie. Ich freue mich richtig. Und es wird auch mal wieder Zeit, die letzte Karosserie, die ich lackiert habe, das war ein BMW, na, wisst ihr auch. Und dieses Mal geht es um einen Tamiya, na, 1 zu 10er. Das ist ein Nissan Silvia, den habe ich schon mal lackiert in Rockstar Energy. Ich kann mal ganz kurz zeigen. Na, das ist ein Tamiya. Das ist ein Nissan Silvia. Und diesmal werden wir auch wieder einen Nissan Silvia machen. Mal gucken, wie der dann aussieht. In dem Style wird er nicht sein, sage ich schon mal von vornherein. Er wird in einem ganz anderen Stil sein und die ganzen Materialien, alles und. Ich habe so viel dokumentiert, das könnt ihr euch jetzt alles ansehen und dann sehen wir uns gleich wieder zurück. Also, wie immer, bis gleich. Ja, Freunde, wie ich es gesagt habe, es wird mal wieder Zeit, eine neue Karosserie zu lackieren. Ein Paket ist schon da, noch nicht alles, aber fast. Wir fangen jetzt an. Ich zeige euch alles, was hier drin ist. So, kommen wir erstmal zu den Farben. Das ist einmal weiß. Einmal Metallic Blau, PS16, sehr schön. Dann haben wir hier einmal schwarz. Und einmal PS55, das ist Matteffekt. Na, wenn man zum Beispiel die Karosserie von außen lackiert, muss man aber auch bedenken, die Fenster, die Scheinwerfer und alle anderen Kleinigkeiten wieder abzukleben. Na, das ist ganz wichtig, von außen jetzt. Weil der Lack hier wird nur von außen und die von innen lackiert. Ich weiß aber noch nicht, ob wir das verwenden. Mal gucken. Neue Schere. Einmal Maskierband und einmal einen Auspuff. Bei dem Auspuff machen wir das so wie beim letzten Mal oder davor, wie ich das gemacht habe. Wir könnten auch einen aus Metall nehmen. Ja, könnte ich. Aber ich denke, der sieht optisch. Das ist schön dickes Endrohr. Den werden wir teilen, einen rechts, einen links machen. Zu den Farben kann ich eine kleine Sache erzählen. Ihr könnt euch doch an diesen richtig geilen Body erinnern, den ich gemacht habe in Extrem. Da habe ich so viele LEDs reingebaut, dass ich ungefähr eine Woche nur am Löten war und verkabeln und. Ihr könnt euch vielleicht an das Video erinnern. Ich werde es nochmal verlinken unten in die Infobox. Hier ist ein Modul, ne, Lauflichtmodul. Wird mit zwei Batterien gespeist, einmal A und einmal B. Und wie gesagt, guckt euch das Video an, das hat meinen letzten Nerv geraubt. Ungefähr in dem Stil wird die neue Karosserie auch aussehen. Bloß, dass wir die Streifen von weiß ins Neongelbe machen. Quatsch, was rede ich da? Von weiß ins Neonpinke, genau. Und dann auch mit Blau abgesetzt. Aber hier ist das Blau ziemlich weit hochgezogen. Das werden wir da ein bisschen weiter runtersetzen. Ungefähr auf die Höhe, ne? Und ja, das wird am Ende richtig cool aussehen. Wir werden ungefähr den gleichen Lack nehmen. Ungefähr. Der wird vielleicht ein Tick dunkler sein. Oder vielleicht genauso. Ich weiß es noch nicht. Fakt ist, dass er bei der Karosserie, also bei den Nissan, dann von Blau ins Lila geht. Aber das sieht man nur in der Sonne. Ne? Macht euch da jetzt nicht verrückt. Das sieht man nur in der Sonne. Das ist der Body. Ne? Nissan Silvia. Kappa Mix. Und den habe ich schon mal lackiert, ich weiß. Jetzt machen wir den erstmal auf. Frisch aufgemachte Karosserie. Also die Materialien, was wir hier haben, wie ich schon gesagt habe, der Rest ist leider noch nicht da. Ne? Wir brauchen nämlich noch viel, viel mehr. Hier haben wir noch Isoband. Das nehme ich immer zum Abkleben. Karosseriebohrer, aber diesmal werden wir keine Löcher in die Karosserie reinmachen. Wir werden mit Magnethalterung arbeiten. Genau. Und Blitzekabel, LEDs,
sind leider noch nicht da. Also ich habe genug noch hier, aber leider reichen die nicht. Dann haben wir hier noch einmal 9 Volt Boxstecker. Und die anderen zwei Farben, die wir brauchen, das ist einmal Neon Pink und einmal Impedanzblau. Das sieht, nee, stimmt gar nicht. Das ist Skyblau. Das ist auch so mit Glitzereffekt. Die Farben sind die Hauptfarben, die wir brauchen dieses Mal. Ich freue mich schon. Jetzt machen wir mal auf. So. Sehr schön. Sehr schön. Das ist der Body. Ne? Bis jetzt sieht er noch nach gar nichts aus. Ob wir vorne so einen Windschacht reinmachen, weiß ich noch nicht. Könnte ich machen. Aber ich weiß es noch nicht, ob ich das mache. Die Lichter werde ich original lassen. Hinten die Schürze werde ich ein bisschen länger lassen. Und der Heckspoiler, der da drauf kommt, ist ein richtig schöner Edler aus Carbon. Genau 180 mm. Der wird echt richtig edel aussehen. Das sieht richtig geil danach aus. Das sind die original lichtgetreuen Einsätze. Wenn die da drinnen erstmal sind, sieht das richtig nice aus. Und hier einmal die Spiegel, die wir immer benutzen. Ne? Und auch den Spoiler werden wir nicht benutzen. So, da kommen wir einmal zu dem hier. Das ist zum Abkleben für die Scheiben, ne? Für die Lichter. Hier haben wir einen Dekorbogen, den wir nicht benutzen. Wir werden davon wahrscheinlich vielleicht 2 Aufkleber nur benutzen oder so. Ansonsten alles, was hier an Dekor bei ist, werde ich nicht benutzen. Die Scheibenaufkleber werden wir benutzen. Die sind nämlich schon vorgetönt. Das ist ein Vorteil für uns. Das werden wir hier auch alles nicht benutzen. Und dann brauchen wir nicht. Hier ist nochmal eine Anleitung für Anfänger, die das noch nicht gemacht haben. Was gibt es zu beachten? Also auf jeden Fall ist es wichtig, die Karosserie von, bevor ihr die lackiert, einmal mit einem Tuch auswischen oder mit Wasser. Aber nehmt auf keinen Fall zu viel Pril. Also falls ihr Pril benutzt, nicht zu viel, weil dann kann es sein, dass ihr, wenn ihr die Karosserie lackiert, so Punkte bekommt. Also von innen dann so kleine Punkte. Das wäre echt mega ärgerlich. Deswegen empfehle ich eigentlich nur mit lauwarmem Wasser die Karosserie auszuspülen, bevor die anfangen abzukleben. Muss man aber nicht. Ne? Ich habe auch schon mal eine Karosserie lackiert, wo ich die gar nicht gespült habe. Ich habe die nur mit einem Tuch abgewischt und da ist auch nichts passiert. Ne? Jeder macht das sowieso anders, wie er das Gefühl dafür bekommt. Ich mache das halt immer so. Das kennt ihr ja schon von mir. Und ich mache das auch gerne. Ab jetzt beginnt, also ich brauche mindestens 7 Tage. Also eine Woche brauche ich jetzt. Nicht fürs Lackieren, sondern ich muss noch LEDs löten. Die verkabeln, also alles komplett mit Schrumpfschlauch machen. Dann die komplett verkabeln. Und ich werde das so machen, dass wir vorne, ich weiß nicht, was soll ich machen, Leute? Ich denke, wir machen vorne, wir gucken uns erstmal die Scheinwerfer an. Wir haben hier einmal den Frontscheinwerfer und Nebelscheinwerfer. Ich muss mal gucken, wie wir das machen. Ich denke, dass wir 3 reinsetzen vorne, also pro Seite, das heißt 6 LEDs vorne plus 2 Nebelscheinwerfer sind 8, nur vorne, und hinten machen wir auch 6 Stück. Das sieht richtig geil danach aus, hoffe ich. Hoffe ich, dass es richtig geil aussieht. Ihr wisst doch, das dauert echt, bis es fertig ist. Ich warte noch auf 2 Pakete. Ne? Auf 2 Sachen warte ich noch, damit es richtig losgeht. Aber ich kann schon mal anfangen. Und ja, ich werde einiges dokumentieren. Wir machen das so ein bisschen mit Zeitraffer. Ne? Ihr wisst doch, und ab und zu melde ich mich mal. Ansonsten, genau, wie immer, bis gleich.
Ja, Freunde, da sind wir wieder und es war so viel zu tun. Na, ihr habt selber gesehen und das Warten hat jetzt endlich ein Ende. Ich bin endlich froh, dass ich fertig bin und ja, ich hole mal die Karosserie her. Hier ist er. Hier ist der richtig geile Nissan Silvia in der übelsten Edition. In so einem Stil habe ich ihn noch nicht gemacht. Ich habe ein bisschen schlichter, also ich habe ihn ein bisschen schlichter gehalten diesmal. Man kann auch den schönen Totenkopf erkennen. Das ist alles so aus meinem Kopf entstanden, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht, ne? Auf jeden Fall. Ich kann es nicht sein lassen. Ich habe schon mal gesagt, irgendwie macht es echt süchtig. Und jetzt zeige ich euch genau den 360-Grad-Blick. Guckt euch das an, ne? Guckt euch das kurz an und dann, wie immer, sehen wir uns gleich wieder zurück. Dann zeige ich euch mal, wie es von innen aussieht, was ich da alles so gemacht habe. Also, bis gleich. Ja, Freunde, so sieht's aus. Ne? Richtig geile Kiste geworden, finde ich auch. Sieht echt cool aus. Ich habe, wie man erkennen kann, keine Löcher in die Karosserie reingemacht. Keine Löcher. Also außer für den Heckspoiler oder für den Auspuff. Ich drehe mal um. So sieht's von innen aus. Ich habe mich auch verewigt. Können wir nochmal anmachen. Können wir gerne nochmal anmachen. Ich habe das hier wieder Batterie. Mit 9 Volt Batterie wird die gespeist, die Karosserie. Mit Schalter, aber der Schalter ist nur für die Nebelscheinwerfer, die ich diesmal in Blau gehalten habe. Und das Dach, habt ihr ja schon gesehen, das ist auch beleuchtet. Ne? Ich kann mal hier ein bisschen dunkler machen. Na, da könnt ihr sehen, wie der Totenkopf hier leuchtet. Ist echt geil geworden. Also mir gefällt es auf jeden Fall, ich hoffe euch gefällt es auch. Mal von hinten. Geht eigentlich. Der Lack ist schön am Glitzern. Ich habe richtig schön Glitzerlack genommen. Schön Metallic Lack. Wie gesagt, habt ihr ja gesehen, wahrscheinlich in dem Video, das sind original lichtgetreue Einsätze. Die Auspuff, also das sind ja nur so eine Art Blenden. Das sind ja keine richtigen, das ist kein richtiger Auspuff. Die habe ich auch hier dran gemacht. Dann haben wir einmal mit Schalter. Und zwar kann man das hier sehen, wenn ich hier anmache. Guck mal jetzt, was passiert. Na? Kann man auch anlassen, muss man aber nicht. Ne? In echt sieht er natürlich noch ein bisschen besser aus, wie als jetzt in der Kamera zu sehen ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mir hat das Projekt auf jeden Fall echt gefallen. Würde ich wieder machen. Würde ich immer wieder machen. Und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich gerne in meinem Forum besuchen. Oder auch auf Instagram könnt ihr auch einiges bei mir sehen. Ich muss mal gucken, wann wir die nächste Karosserie machen oder was wir überhaupt im nächsten Video machen. Wenn ihr einen Vorschlag habt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Dafür sind sie da. Und ich freue mich echt über jeden Daumen nach oben. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, wie immer, wisst ihr ja, wo ihr mich finden könnt.
Bis zum nächsten Mal, euer Chris.